I am the Jochen und das ist der Frühsport für Dienstag, den 20. September 2022. Schönen guten Morgen. Wieder nicht viel los, so wie gestern. Es gibt ein bisschen Tennis auf Sky Sport, also Sky Tennis und Sky Top Event. Gibt es das 250er Turnier aus Metz. Da spielt heute Tim Pütz zusammen mit Michael Wienes im Doppel. Morgen dann Oskar Otte am Start. Und dann gibt es noch für die Damen das Turnier aus Seoul mit Tatjana Maria. Das gibt es zu sehen auf dem Tennis-Channel. Fußball gibt es heute Abend auch, aber nicht groß, sondern es ist Champions-League-Qualifikation der Frauen. Die finale Runde vor den Gruppenspielen. Wir brauchen noch Teilnehmer für die 16 Teams der Gruppen, also 4-4er-Gruppen braucht es. Die werden beschickt. Wolfsburg ist schon drin. Die Bayern sind noch im Rennen. Hoffenheim leider nicht mehr. Und die Bayern, die müssen sich durchsetzen gegen Real Sociedad. Das findet um 19 Uhr statt, das Hinspiel zumindest. Gibt es live auf FC Bayern TV. Wer also Magenta Sport hat zum Beispiel, der kann es dort gucken. FC Bayern TV, da wird dieses Spiel zu sehen sein. Ansonsten ist mir da nichts bekannt von einer Übertragung. Andere Spiele heute noch, Arsenal gegen Ajax, Glasgow Rangers gegen Benfica und Kölge gegen Juventus Turin. Da kommt dann doch nochmal so ein Team immer mal zwischendrin, dass man im Herrenfußball jetzt nicht groß auf der Rechnung hat. Das ist also der Stand der Dinge von heute. Punkt. Gestern gab es auch nicht viel zu erwähnen. Rot-Weiß Essen gewinnt 1-0 gegen Saarbrücken in puncto dritte Liga. Und in der NFL, da gab es das Sunday Night Game. Ich hatte es gestern schon per Spoiler gesagt. Da haben die Green Bay Packers gewonnen gegen die Chicago Bears. In der Nacht jetzt von Montag auf Dienstag die beiden Footballspiele, da liegen mir noch keine Ergebnisse vor. Aber heute ist sowieso der Tag, wo wir ins Ausland gucken und mal schauen, was es da so gibt. Ich möchte besonders noch herausstreichen das Derby in Rio de Janeiro aus der brasilianischen Liga, Flamengo gegen Fluminense. Das ist 1-2 ausgegangen und besonders bemerkenswert hier beim Stande von 1-2 gab es dann ab der 86. Minute noch 4 Platzverweise. 2 auf beiden Seiten und man hat also mit 9-9 das Ganze dann beendet. Das ist Südamerika, ne? Da geht's rund. So, jetzt gucken wir auf die 4 großen europäischen Ligen, die wir noch im Blick haben. Die deutschen habe ich gestern schon angeguckt, jetzt schauen wir also ein bisschen ins Ausland. Starten in der Premier League, da hat der FC Arsenal seine Tabellenführung verteidigen können mit einem 3-0 in Brentford. Damit also 7 Spiele und 18 Punkte für die Gunners, die damit weiterhin auf Platz 1 liegen. Einen Punkt von Manchester City, die sich ebenfalls 3-0 durchsetzen in Wolverhampton. Und ebenfalls 17 Punkte und damit ganz dicht im Spitzentrio noch mit drin ist Tottenham. Die haben 6-2 gegen Leicester gewonnen. Leicester, wir müssen reden. Tabellenletzter, 1 Punkt aus 7 Spielen. Meine Herren, das ist für Leicester City auch richtig bitter da unten gerade. Die müssen sich fangen bei Gelegenheit. Würde ich sagen. Also das ist das Top-Trio Arsenal, City und Tottenham. Dann haben wir aber noch 2 hinten dran, die per Nachholspiel, weil jetzt wegen des Queens-Todes ja einiges ausgefallen ist, noch hochziehen können. Das ist Brighton auf Platz 4 mit 13 Punkten. Wenn die ihr Nachholspiel gewinnen, haben die 16 und sind auch wieder, wie gesagt, 2 Punkte an Arsenal dran. Und Manchester United, die haben 12 Punkte. Auch die sind ausgefallen. Auch die könnten ja auf 15 hochgehen und wären also auch noch in absoluter Schlagdistanz dann nach ganz oben hin. So, das ist also die Premier League soweit. Wir gucken kurz, was es sonst noch da so gibt. Wir haben den FC Chelsea zurzeit auf Platz 7. Liverpool ist 8. Allerdings auch die noch mit Nachholspiel. Das wollen wir nicht vergessen. Und wenn wir nach unten gucken, habe ich schon gesagt, Leicester City ist ganz im Tabellenkeller drin. Ebenfalls auf den Abstiegsrängen West Ham United und Nottingham Forest, der Aufsteiger. Gut, da ist es jetzt nicht so überraschend wahrscheinlich. Aber wie gesagt, Leicester City, das ist schon eine ganz bittere Nummer. Ruhepause hier in der Liga jetzt während der Länderspiele, das ist klar, in den anderen Ligen ja auch. Die gibt es dann erst wieder am übernächsten Wochenende. Schauen wir weiter, schauen wir nach Spanien. Da gab es auch das große Stadtderby am Wochenende Atletico Madrid gegen Real Madrid. Und das hat Real gewonnen mit 2-1 und damit seine Tabellenführung behalten. Die Herrschaften stehen jetzt vorneweg mit, mal kurz gucken, dass ich mich hier nicht verklicke, das wollen wir doch haben. 18 Punkte also für Real Madrid jetzt vorne nach diesem Sieg. Der FC Barcelona ist 2. nach einem 3-0 gegen Elche, ebenfalls sehr gut positioniert mit 16 Punkten. Und auf Platz 3 Betis nach dem Sieg gegen Girona sind sie auch auf Platz 3 weiterhin gut dabei. Das war letztes Jahr ja auch so, da haben sie am Anfang in der Hinrunde sehr gut oben mitgemischt, sogar in Titelreichweite und sind dann doch noch eingebrochen am Schluss. Müssen wir mal gucken, wie sie sich da jetzt schlagen dieses Jahr. Bilbao auf der 4 und dann kommen noch Osasuna und Villarreal und dann Atletico auf Platz 7, der Derby-Verlierer also. Das haben die sich auch ein bisschen anders vorgestellt, gehe ich mal von aus. Auch hier gucken wir das Tabellenende, sehen den FC Elche auf dem letzten Platz mit einem Punkt hinter Cadiz. Das sind momentan die letzten zwei in
Spanien. Gehen wir nach Italien, da hat sich einiges getan an der Spitze. Huiuiui. Topspiel gestern Abend, oder vorgestern Abend besser gesagt, Milan gegen Napoli 1:2. Und damit Napoli weiter ungeschlagen Tabellenführer mit 17 Punkten, punktgleich aber mit Atalanta Bergamo. Die haben auch gewonnen mit 1:0 bei AS Roma. Auch das ein dickes Ausrufezeichen, auch das ein Topspiel. Und die beiden also mit 17 Punkten jetzt vorne, Napoli und Atalanta, mit 16 direkt hinten dran. Udinese, denn die haben 3:1 gewonnen gegen Inter Mailand. Und das ist auch eine dicke Überraschung gewesen. Habe ich so nicht auf der Liste gehabt. Inter damit erstmal auf Platz 7 gerutscht. Roma ist 6. Milan 5. Lazio noch dazwischen auf Platz 4. Aber die Top 3 eben Napoli, Atalanta und Udinese. Mal was anderes. Frischer Wind hier in Italien. Und Juventus Turin, wir suchen sie und finden sie auf Platz 8, punktgleich mit dem FC Turin. Das ist natürlich ganz schön bitter, denn Juve hat am Wochenende verloren bei AC Monza, dem bis dato noch noch sieglosen Schlusslicht, die jetzt also den ersten Saisonsieg ausgerechnet gegen Juventus feiern durften und sich damit auch auf den drittletzten Platz hochgearbeitet haben mit 4 Punkten. Hintendran mit 2 Zählern noch Cremonese und Sampdoria Genua, das neue Schlusslicht, mit 2 Zählern aus 7 Spielen. Auch eine bittere Bilanz. Gucken wir nach Frankreich noch zum Schluss. Da haben wir an der Tabellenspitze Paris Saint-Germain. Was eine Überraschung. 22 Punkte. Am Wochenende jetzt wieder gewonnen bei Olympique Lyon mit 1:0. Und Olympique Marseille ist auf Platz 2 und die haben ein bisschen reißen lassen müssen, denn die hätten mit einem Sieg gegen Stade Rennes ebenfalls 22 Punkte haben können, haben aber nur unentschieden gespielt. Da ist also jetzt 2 Punkte Rückstand. Noch einer hinten dran für Lorient. Da mochte ich schon immer die Sketche früher, aber jetzt sind sie auch im Fußball gut. Lorient und das Ganze mit 3:1 in Auxerre. Haben sie also sich ihren Platz 3 geangelt. Und 4. auch noch in Reichweite mit 18 Punkten, Lens. Und auch die haben Punkte liegen lassen beim 0:0 in Nantes. Das ist so das übliche Spielchen in Frankreich, dass die Verfolger sich formen von PSG und dann geben die immer wieder Punkte ab. Und PSG marschiert immer durch mit 1:0 und 2:1 und sowas. Und dann werden sie doch am Schluss wahrscheinlich wieder Meister. Torbilanz von PSG jetzt schon 26:4 nach 8 Spielen. Tabellenende in Frankreich, wir haben Ajaccio auf dem letzten Platz mit 4 Punkten, Brest und Straßburg mit jeweils 5 und Reims mit 6 Punkten knapp davor. Das ist also hier die Flop 4 zurzeit in der Liga. So, überall wird also Länderspielpause jetzt bei den Herren, da gucken wir morgen mal in Ruhe drauf, wie es weitergeht. Für heute sind wir dann durch, würde ich sagen. Dann waren es mal wieder unter 8 Minuten, ist auch nicht schlecht. Wenn ihr Bock habt, schaut morgen wieder rein und ansonsten bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Habt einen schönen Dienstag. Und macht's gut, viel Spaß bei dem bisschen Sport gucken, was es halt gibt. Oder macht was anderes Schönes. Was macht ihr an Tagen, wo kein Sport läuft? Würde mich mal interessieren. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn nichts ist. Ich meine, ich gucke ja auch, wenn was läuft, gucke ich gern, aber es ist ja zurzeit nicht viel. Also, was macht ihr? Sagt mal. Ich habe Elternabend, also von daher. Bis morgen. Tschüss.